Ein schwerer Unfall mit mehreren Lastern hat sich in Sachsen ereignet. Die spektakuläre Rettung der Lkw-Fahrer, eins der Themen jetzt bei uns. Hallo Deutschland, schön, dass Sie dabei sind. Frontal prallen zwei Laster mit hoher Geschwindigkeit aufeinander. Bei dem Unfall bei Freiberg werden beide Fahrer schwer verletzt in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Ihre Bergung aus den Lkw-Wracks, eine Herausforderung für die Rettungskräfte. Diese Bergung hat es in sich, denn beide Lkw-Fahrer müssen unter schwierigsten Bedingungen aus ihren Fahrzeugen geholt werden. Rettungskräfte von insgesamt 4 Feuerwehren aus dem Landkreis Mittelsachsen arbeiten gemeinsam daran. Die Herausforderung, die Fahrerkabinen sind stark zusammengedrückt. Zentimeterweise werden die Verletzten geborgen. Also wir haben ja patientengerechte Rettung durchgeführt mit Notarzt und Rettungsdienst zusammen. Und da muss man halt nach und nach sehen, dass man die Leute behutsam rausholt, weil sie auch noch bei vollem Bewusstsein waren und alles mitkriegen. Nach jetzigem Stand hat einer der Lkw die Kurve nicht bekommen. Die Folge ist ein Frontalcrash mit großer Wucht. Endlich können die Fahrer schwer verletzt ins Krankenhaus transportiert werden. Ihr Zustand ist unverändert kritisch. Um die Straße zu räumen, müssen mehr als 1000 Bierkästen mit der Hand entladen werden, bevor der Abschlepper seine eigentliche Arbeit tun kann. Auch hier sind alle Einsatzkräfte gefragt über viele Stunden. Bei diesem Lkw ist zum Beispiel, dass er durch diesen frontalen Aufprall in sich verzogen ist, im Rahmen verzogen ist, dass wir die Bergegurte nicht unter das Fahrzeug bringen konnten. Das bedeutet, dass wir im Normalfall solche Fahrzeuge im Ganzen heben, aber hier geht es wirklich nie, und dass wir dieses Leergut komplett entladen müssen per Hand. Und dann noch ein letzter Kraftakt. Der Lkw steht wieder, die Bundesstraße 101 ist bald wieder befahrbar.